Was ist das Bundesnetzwerk Ganztag? Das Bundesnetzwerk Ganztag besteht aus Kolleginnen und Kollegen aus 12 Bundesländern. Ihre Aufgabe ist es, Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten bei inhaltlich-konzeptionellen Fragen zu unterstützen, Schulentwicklungsprozesse zu begleiten und Fortbildungen rund um das Thema Ganztagsschule zu gestalten. Bis Ende 2015 gab es das bundesweite Programm Ideen für mehr ganztägig Lernen zur Begleitung und Unterstützung von Ganztagsschulen. Hierzu richteten die Bildungsministerien der Länder in Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Serviceagenturen ein, die die Schulen fortan zum Thema Ganztag begleiteten. Die Serviceagenturen waren das Herzstück des Programms in den Bundesländern. Die multiprofessionellen Teams unterstützen mit ihrem pädagogischen und länderspezifischen Know-how Schulen dabei, gute Ganztagsschulen zu werden bzw. die Qualität ihrer Angebote weiterzuentwickeln. Die Förderung dieses Programms endete 2015 endgültig, aber die Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch weiterhin zusammen. Die Länder führten das Programm ab 2016 unter dem Namen Ideen für mehr ganztägig Bilden in reduzierter Form weiter. Unterstützt wurden sie hierbei durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die Stiftung Mercator und die Robert-Bosch-Stiftung. Insbesondere der Erhalt der Netzwerkarbeit der Serviceagenturen und Länderteams als auch der geförderten Schulnetzwerke stand in dieser Zeit im Mittelpunkt. Auch dieses Programm endete 2019, aber fast überall arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen, die teilweise in andere Institutionen und andere Funktionen gewechselt waren, am Thema Ganztagsschule weiter und ließen den Kontakt untereinander nie abreißen. Dank Corona treffen sich die Kolleginnen und Kollegen seit 2020 in vierteljährlichen Videokonferenzen. Der Kern und das Ziel unserer Arbeit im Netzwerk ist der regelmäßige fachliche Austausch über die Grenzen der Bundesländer hinweg, die Diskussion aktueller wissenschaftlicher Befunde und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für unsere Arbeit. Hierbei behalten wir auch die länderspezifischen Entwicklungen im Auge und blicken auch immer wieder über den Tellerrand auf die Entwicklungen im Ausland. Die Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk zeichnen sich durch ihre fachliche Expertise und ihr breites Wissen im Spannungsfeld von Wissenschaft, Praxis und politischen Entwicklungen aus. Durch den regelmäßigen Austausch nehmen wir die Erkenntnisse auch wieder mit in unsere Bundesländer und koppeln sie dort in die Ministerien und Institutionen zurück. Alles klar? Logo!